Gut, es geht heute ein bisschen um diese Gebiete in EVE Online, von denen immer alle reden. Ich finde es oder fand es am Anfang wahnsinnig schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt Low-Sec, was ist High-Sec, was ist Null-Sec. Deswegen ist der Plan heute, eine kleine Übersicht zu schaffen über die verschiedenen Gebiete in EVE Online. Wir arbeiten uns so einmal ein bisschen durch. Ich bin nicht in allen Gebieten Experte und ich versuche das möglichst einfach zu halten, dass wir es in einer kurzen Form haben, aber versprechen kann man es nicht. Zumindest die Besonderheiten kann man sich mal anschauen. Und da fangen wir einfach, sag ich mal, beim Highsec an. Und der Highsec heißt Highsec, weil die Sicherheit hier oben links 0,5 oder höher ist. Das heißt, jedes System in EVE Online hat hier oben eine Sicherheitsanzeige und alles, was im gelben und grünen Bereich ist, ist Highsec, hohe Sicherheit. Highsec heißt nicht, dass euch dort nichts passieren kann. Das heißt nur, dass die Sicherheit dort sehr hoch ist. In Highsec-Gebieten gibt es die Concorde. Concorde ist ein Rachesystem, welches jemanden bestraft dafür, dass er illegal auf euch schießt. Im Highsec macht auch diese Kindersicherung hier unten am meisten Sinn. Das ist hier der nette Button. Wenn ihr auf grün steht, kann euch im Highsec nicht viel passieren, was NPCs angeht. Also Concorde kommt nicht und ihr werdet nicht irgendwie angreifbar. Aber ihr könnt jederzeit gegankt werden. Ein klassischer Highsec-Gank läuft relativ einfach. Ich überlege mir, welches Schiff ich kaputt schießen will. Bringen so viel Tech 1-Zerstörer. Also Catalyst, Thresher, Cursor oder na, die andere ist nicht relevant, ausfällt und versuche, das mein Ziel so schnell zu zerstören, dass Concorde erst aufschlägt, wenn ich fertig mit meiner Arbeit. Das haben wir auch im Transportteil mal kurz besprochen. Das ist die einzige Möglichkeit, im Highsec wirklich zu sterben. Entweder auf diese Art oder durch Tornados, die euch in den Rücken schießen. Machen viele Leute für Profit, für ISK, weil wenn eure Fracht zu teuer ist, wie gesagt, schaut euch das Thema Zusammenpacken, Umziehen und sowas in EVE mal an. Da gibt es ein bisschen Faustformeln dazu. Wichtig ist, Concorde ist ein Rachesystem. Sie werden die Schiffe, die auf euch geschossen haben, im Nachhinein zerstören, wenn ihr nicht lang genug überlebt, um den Angriff auf diese Art loszuwerden. Seid ihr weg. Wichtige Info auch, es gibt blinkende Sachen, also wie jetzt zum Beispiel, man kann hier mal eine Konfessor nehmen. Gelb blinkende Charaktere in der Übersicht, rot blinkende Charaktere in der Übersicht, so alles Mögliche. Die können im Highsec frei angegriffen werden. Wichtig ist aber, jeden Blinky, also jeden Kriminellen, den ihr anschießt, der darf zurückschießen. Legal. Also überlegt euch gut, was ihr tut, weil ihr damit gebt ihr eure Sicherheit auf. So viel Highsec. Man kann über Highsec immer fliegen, wenn es eine sichere Route gibt, kann man sein Autopilot auf safer Route stellen. Stay in 0,5 oder höher hier oben. Das heißt, man versucht im Low-Sec zu im Highsec zu bleiben. Gut, der Low-Sec ist die Grenze, also ein Grenzgebiet, eine niedrigere Sicherheit. Was heißt eine niedrige Sicherheit? Niedrige Sicherheit heißt, es gibt keinen Concorde mehr. Das heißt, ich kann immer noch illegale Aktivitäten werden noch halbwegs bestraft und zwar durch diese Gate-Guns. Jede Station und jedes Stargate hat solche Guns, solche Sentry-Guns. Sollte ich hier irgendwas tun, was meinen Sicherheitsstatus sinken lässt, das heißt etwas, was die Sicherheit gelb oder rot braucht, ja, dann werden die Gates auf mich feuern. Und zwar so lange, bis ich außer Reichweite der Waffen bin, was ungefähr 250 Kilometer sind. Und wieder zurück. Sobald ich zurück in Reichweite wiederkomme, auf selbe Ziel wieder schieße, ist okay. Aber das ist wichtig zu wissen. Also ihr seid nicht sicher. An den Stargates schießen und an den Stationen schießen zwar die Sentry Guns, es kommt aber kein Concorde mehr. Gar nicht. Die Sicherheit auf Gelb und auf Rot macht einen großen Unterschied. Die gelbe Sicherheit generell. Mit Sicherheit auf Gelb könnt ihr nichts tun, was Concorde auf den Plan ruft. Concorde auf den Plan rufen heißt im Highsec von Concorde erschossen werden.
Von Gott auf den Plan rufen heißt aber hier im LowSec auch solche Killrides, also Abschussgenehmigungen für illegale Aktivitäten. Das heißt, ihr seid vogelfrei für 30 Tage damit, mehr oder minder. Das ist ein bisschen komplizierte Mechanik. Ist auch momentan pausiert zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber wenn ihr auf Rot seid, könnt ihr Probleme auch im Highsec bekommen. Wenn ihr rot blinkt, wird Concord euch im Highsec angreifen. Das heißt, wenn ihr eine illegale Aktivität betreibt, zum Beispiel auf Gelb, bestätigen, und ihr macht was Illegales, dann erscheint links oben ein Suspect, ein Timer mit einem Totenschädel. Der Timer mit einem Totenschädel bedeutet, ich blinke gerade gelb. Alle anderen sehen mich gelb blinkend, so wie ihn hier auch. Er blinkt auch gelb. Wenn ich ihn sehen würde, würde er auch hier in der Übersicht gelb blinken. Sicherheit auf gelb, wie gesagt, könnt ihr nichts tun, was Concord auf den Plan ruft. Sicherheit auf rot könnt ihr mit Concord Probleme kriegen. Im Highsec heißt es, ihr verliert euer Schiff. Im Low-Sec heißt das, ihr kriegt Kill-Rides, also ihr könnt illegal Kapseln schießen zum Beispiel. Mit Gelb kannst du im Low-Sec nur illegal Schiffe schießen. Wichtig daran ist für mich, dass man diese Sicherheitsstaaten ein bisschen unterscheidet, weil ab Low-Sec seid ihr in PvP-Gebieten. Ja, es gibt hier wahnsinnig viele Gatecams und ihr könnt PvP betreiben hier, auch wenn es nicht legal ist. Wenn ihr im LowSec PvP betreibt, verliert ihr Sicherheitsstatus. Ups, daneben. Sicherheitsstatus ist diese lustige kleine Anzeige hier oben. Sorgt dafür, dass ihr nach und nach ins Minus rutscht. Einzige, was man sich merken müsste am Anfang, ab minus 2 müsst ihr im Highsec aufpassen. Die genaue Skalierung guckt euch bitte mal an, wenn es für euch aktuell ist. Das geht zu weit. Ihr geht ins Plus, wenn ihr Missionen fliegt oder Piratenfraktionen im Low-Sec, High-Sec oder Null-Sec schießt. Und ihr geht ins Minus, wenn ihr illegale Aktivitäten macht. Ja. Illegale Aktivitäten sind Kampfaktivitäten gegen Spieler. Im High-Sec einen Container zu klauen oder im Low-Sec einen Container zu klauen, der gelb ist, reicht nicht. Ja. Man sieht, er blinkt gelb, hat irgendwas gemacht, was ihn in Augen des Spiels als Verdächtigen dastehen lässt. Wichtig daran ist, immer, wenn ihr die Sicherheit auf gelb stellt, könnt ihr Sachen machen, die euch gelb blinken lassen, ohne weitere Frage. Das heißt, wenn ihr Highsecker seid, Missionen fliegen wollt und so weiter und so fort, lasst die Sicherung auf grün. Diese Kindersicherung hat einen Sinn. Genug davon. Letzte Besonderheit vom Highsec, was auch für den Nullsec gilt, sind Sinos. Sinos sind Ansprungpunkte für also Großkampfschiffe, Trägerschiffe, Dreadnoughts, Titans. Ich will nur kurz gesagt haben, im Low-Sec und im Null-Sec kann man diese Sinos aufmachen. Das heißt, es kann auch durchaus sein, wenn ihr mit einem großen Schiff fliegt, dass irgendjemand sagt, jo gut, ich schmeiß euch jetzt einen Carrier, einen Träger an den Kopf oder ähnliches. Nach dem Low-Sec kommt der Null-Sec. Also Low-Sec, wie gesagt, 04 bis 01. Null-Sec ab 0.0. Bis minus 1. Im Nullsec gelten gar keine Regeln mehr. Das bedeutet, es ist ein Raum, wo ihr keine Timer bekommt, Concord, Gateguns. Es gibt nichts davon mehr, es wird euch nichts schützen. Und was im Nullsec auch noch dazu kommt, sind Bubbles. Bubbles sind nichts weiter als große, runde, blaue Dinger, die euch am Warpen hindern, wenn ihr drin steht. Oder aber, wenn ihr da durchfliegen würdet auf dem Weg zu einem Stargate zum Beispiel, hält die euch an mal plus minus 500 Kilometer um euren Zielpunkt rum. Wie das genau funktioniert wieder, ist eine ganz eigene Geschichte und dauert relativ lang zu erklären. Es soll nur gesagt sein, im Low-Sec gibt es keine Bubbles, im Null-Sec gibt es Bubbles. Das heißt, da ist das PvP nochmal ein bisschen andere Geschichte. Zumal es keine Gatguns und nichts gibt, was euch hilft. Wo wir bei keiner Hilfe sind, wem da der Nullsec nicht unsicher genug ist, der kann gerne zu dem Feld kommen, in dem meine kleine Korb arbeitet. Wir leben im Wurmloch.
Wurmloch unterscheidet sich zu den anderen drei Gebieten durch zwei Eigenschaften, die wichtig sind. Die erste ist, es gibt keinen Local Chat. Es gab keinen Chat, in dem ich sofort sehe, wer da ist. Ich würde sie erst sehen, wenn sie darin schreiben. Das heißt, keiner schreibt im Wurmloch im Local und dadurch sieht man keinen. Das heißt, man weiß nicht, wie viele Spieler um einen rum getan stehen. Das ist das Erste. Das Zweite an der Geschichte ist, es gibt keine festen Stargates und Stationen. Hier so Stargates zum Rauskommen, Stationen, irgendwas gibt es da nicht. Ja. Das Einzige, was es dort gibt, sind Planeten, Monde, Sonne und scannbare Signaturen, also diese schönen roten Xe. Und in diesem Wurmloch Space, der immer die Sicherheit im minus 1 hat, kommt ihr nur rein und raus über gescannte Wurmlochübergänge. Wichtig zu wissen. Im Gegenzug gibt es dort keine Cyanos und keine Jump Clones. Weil die Wurmlöcher keinen definierten Punkt auf der Karte haben, können da keine Sch Kampfschiffe reinspringen. Also ein Cyano kann man aufmachen, aber es bringt nichts. Genauso Jump Clones. Die Wurmlöcher haben keine festen Stargate-Verbindungen, also keine Verbindungen zum Eve-Netz. Deswegen kein Local. Keine Jump Clones. Soweit, so gut. Wichtige Besonderheit an den Stargates oder den Wurmlöchern im Wurmloch Space, die Wurmlöcher selber. Ihr könnt anders als bei Stargates nur alle 5 Minuten in eine Richtung springen. Das heißt, wenn ich einmal durch das Wurmloch durchgesprungen bin, kann ich noch einmal zurück und danach steht auf der anderen Seite ein Timer und der läuft 5 Minuten. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr so hin und her springt, wie es zum Beispiel im Nullsec, könntet ihr, wenn ihr feststellt, oh, da sind Gegner, ich springe zurück, könnt ihr so lange hin und her springen, bis der Gegner keine Lust mehr hat. Also immer durch und durch und durch, dass ihr dann quasi sch irgendwann schafft, wegzukommen. Das geht im Wurmloch nicht. Das Wurmloch ist wirklich undankbar, weil wenn ihr hin und zurück springt, seid ihr fest. Ihr könnt dann nur noch wegwarpen, ihr könnt nicht mehr durchspringen. Und der letzte Gebiet auf der Liste ist die Region Pochwen, die Triklavien-Region. Das ist eine Art Verschmelzung aus Wurmloch und Nullsec, so ist mein Eindruck bis jetzt. Es gibt dort wie im Wurmloch auch keine Cynos, keine Jump-Klone. Es gibt dort aber NPC-Stationen, NPC-Stargates. Diese benötigen aber Triklavien-Standing, also. Ja, Triglavian Standings, also diese, oh, wie heißen die auf Deutsch? Den Ruf bei den Triglavians braucht man, um dort docken zu können oder Gates zu benutzen. Das ist, naja, schwierig, weil wenn man kein Standing hat, dort reinkommt in die Region, kann man nicht docken und nicht irgendwo hin. Man hängt einfach an dem System fest, bis man wieder rauskommt irgendwie. Man kann dort keine Strukturen stellen aktuell. Das heißt, keine Zitadellen, Astraros, Raitaro, irgendwas, das gibt es dort nicht. Das gibt es dort nicht, ist falsch, Entschuldigung. Die gibt es dort schon noch von den Tagen bevor das Triclavian Space war, man kann keinen neuen stellen. Und man kann dort keine Capitals bauen. Also es gibt dort Capitals, also Dreadnoughts, Carrier, Titans und so weiter. Die bewegen sich aber immer nur in einem System, in dem sie geblieben sind, als die Region Pochwen abgetrennt worden ist von EVE Online. Und können da auch nicht raus, weil es gibt ja keine Cynos und sie können keine Gates nehmen. Soweit der Grobüberblick zu den Stationen. Ja, auch der Grobüberblick zu den Systemen. Jetzt würde ich mich gern nochmal 3 Sekunden über Timer-Mechaniken unterhalten. Es gibt in Online-Spielen immer wieder verdeckte Timer und offene Timer. EVE Online zeigt euch die meisten Timer links oben an, die es gibt. Was ist ein Timer? Ein Timer ist nichts weiter als hier oben ein Kreis, der runterläuft. Es gibt für die verschiedensten Aktionen Timer. Es gibt aber zwei, drei wichtige, die man vielleicht kennen sollte. Punkt 1. Alle möglichen kriminellen Timer. Also wenn ihr irgendwas tut, was ihr nicht dürft, könnt ihr nur kriegen, wenn ihr die Sicherheit entsprechend eingestellt habt. Das ist dieses Totenkopfsymbol von vorhin. In gelb, wenn ihr Suspect seid. Das heißt, ihr klaut Container im Highsec. Das heißt, ihr schießt auf Spieler, Schiffe im Lowsec.
Das heißt, ihr klaut irgendwo Loot oder was in der Richtung. Der rote Timer, rote Totenschädel, dass ihr ein Criminal seid, also auch Concord auf dem Plan ruft, wenn ihr im Highsec seid, kriegt ihr, wenn ihr im Highsec auf Schiffe schießt oder im Lowsec auf Kapseln. Alles, was diese rote Sicherheit bedarf, seid euch sicher auch, was ihr tut. Die Timer laufen 15 Minuten und so lange seid ihr gegebenenfalls handlungsunfähig oder tot. Der zweite wichtige Timer, den man kennen sollte, sind Lock-Off-Timer. Lock-Off-Timer entstehen immer dann, wenn man von beschossen wird oder schießt oder von NPCs beschossen wird. Und ein Lock-Off-Timer ist eine ganz fiese Geschichte, weil solange ich hier oben nichts stehen habe und ich mache jetzt meinen Client einfach zu, Quit Game, würde mein Schiff 1 Million Kilometer geradeaus warpen und danach nach 30 Sekunden verschwinden. Dann ist es weg aus dem All. Sofern ich mich im All auslogge. Wenn ich einen Lock-Off-Timer habe, bleibe ich im All stehen. Das heißt, der Charakter verschwindet aus dem Local Chat, also ich bin ausgeloggt, aber mein Schiff steht noch im All. Und das wiederum kann durchaus zu Problemen führen. Gerade wenn ihr euch vorstellt, dass ihr zum Beispiel hier im Low Sec unterwegs seid, dann feststellt, ihr müsst weg, den Client einfach zumacht und geht, ohne zu docken, dann steht euer Schiff im All und zwar das bis zu 15 Minuten. Und der Witz daran ist, oder das Problem für euch daran wird dann sein, wenn ich jetzt, ich produziere mal schnell einen Timer zum Spaß, wenn ich jetzt diesen Timer hier oben habe, der läuft jetzt 5 Minuten, man sieht, der regeneriert sich, weil ich immer noch schieße. Sobald ich meine Waffen ausmache, fängt er an zu laufen. Mit einem PvE-Timer, also dem gegen NPCs, stehe ich 5 Minuten lang im All. Man kann mich 5 Minuten lang mit Combat Props finden. Und das Fiese daran ist, diese Lock-Off-Timer, die müsst ihr nicht selber produzieren. Wenn euch ein NPC anschießt, einfach nur unterwegs, dann erscheint dieses Ausrufezeichen. Wenn euch ein PvPler anschießt, erscheint dasselbe in Rot mit 15 Minuten. Ja, das bedeutet, wenn ich mich jetzt ausloggen würde, wäre ich noch 4 Minuten 20 im All. In der Zeit kann man mich mit Combat Probes aber ausscannen, mich anschießen. Sobald man mich anschießt, entsteht ja ein neuer Timer. Das heißt, mein Schiff verschwindet nicht. Mein Schiff wird zerschossen im All, ohne dass ich da bin. Wichtig zu wissen. Lock-off-Timer. Der zweite Timer, der eventuell interessant ist und der auf den ich noch näher eingehen möchte, neben Lock-off-Timer ist der Aggression-Timer. Also eine Combat-Aggression. Das ist ein aktiver Timer. Ihr müsst ihn selber produzieren mit einer Kampfhandlung. Kampfhandlungen sind alle Module, die ihr auf andere Schiffe anmachen könnt. Nur Reparatur folgt anderen Regeln. Was heißt das? Das bedeutet, wenn ihr auf die glorreiche Idee kommt, ihr schießt jetzt auf Leute, Beispiel einem Stargate. Ja, ich schieße auf jemanden, PvP, mach meine Waffen an, mach meinen Scrambler an, mach meinen Webby-Fire an, Dampener, ECM, irgendwas. Meine Drohnen schießen auf was, reicht schon. In diesem Fall bekomme ich hier links oben ein Kettensymbol. Ich muss übrigens nicht treffen. Bekomme ich ein Kettensymbol, wenn ich jetzt hier mal zum Spaß drauf schieße? Ja, ich weiß. Your security status has been lowered. Warp drive Schießen A die active. Geldguns auf mich und B, ich kriege. Oh. Ich kriege keinen Aggression Timer, wenn ich auf ein Stargate schieße. Öfter was Neues. Ja, ihr würdet ein Kettensymbol kriegen mit PvP. Das ist ein 1-Minuten-Timer, der erst anfängt zu laufen, wenn ihr aufhört zu schießen. Und das gilt auch für eure Drohnen. Auch für ECM-Drohnen. Dieser Timer verhindert, dass ihr dockt oder durch Stargates durchspringt. Was heißt, wenn ihr
wenn ihr in Gatecamp landet, ich springe jetzt hier zum Beispiel nach Komoren durch. Auf der anderen Seite stehen Schiffe, die mir ans Leder wollen. Und ich komme auf die Idee, ich schieße jetzt zurück und fliege währenddessen zurück ans Gate. War es das für euch? Weil durch den Aggressionstimer, den ihr kriegt, wenn ihr zurückschießt oder irgendwas anderes macht, außer Richtung Gate zu fliegen. Bedeutet nichts weiter. Ich ziehe das mal zum Spaß schnell. Timer finden sich hier links oben in der Ecke. Also wenn man es anguckt, hier da oben links in der Ecke sind die Timer alle aufgeführt. Wichtig daran ist, dass man ein bisschen Ahnung hat, was sie heißen. Gut, wir haben uns gerade über Aggression Timer unterhalten. Also wenn ihr Kampfhandlung bedingt, dann werdet ihr nicht docken können, nicht kämpfen können, nicht docken können, nicht durch Stargates springen können. Diese Regelungen gelten nicht für Wurmlöcher. Wurmlöcher kann man immer betätigen, dafür seid ihr beschränkt, wie oft ihr hin und her springen könnt, wie gesagt. Gut. Das war es auch schon im Groben. Wichtig ist vielleicht am Ende noch zu sagen, das ist keine Vollständigkeit hier, das ist ein grober Abriss über das Thema, dass ihr ein bisschen eine Ahnung habt, worum es geht. Das Wichtige daran ist, wenn ihr in irgendeinem Bereich aktiv sein wollt und Spaß haben wollt, sucht euch immer noch eine Korb, die das betreibt und die euch in die speziellen Timer-Mechaniken und Techniken da ein bisschen einführen kann, euch zeigen kann, was da los ist. Weil es gibt in jedem Fachbereich, ob Wurmloch, ob Nullsec, ob Lowsec, ob Highsec, gibt es so viele Besonderheiten in dem Bereich, dass ihr nicht alles kennen könnt am Anfang und sicher nicht alles lernen wollt. Und deswegen überlegt euch, was ihr macht. Wichtig ist, überlegt euch einen Raum. Wollt ihr PvP? Wollt ihr keinen PvP? Und wie viel Sicherheit darf es sein? Alle Räume, meiner persönlichen Meinung nach, eignen sich alle Räume, alle Gebiete in EVE Online für Anfänger. Aber vom Highsec, Lowsec, Nullsec, Wurmloch, je tiefer man sinkt in der Sicherheit, je eine höhere Frustgrenze braucht man. Und die Region Pochwind braucht man vorher Standing. Das heißt, das ist nicht ganz so anfängerfreundlich. Ansonsten gibt es in jedem Gebiet Sachen, die man machen kann. Und man wechselt eh die Gebiete, je nachdem, worauf man gerade Lust.